Liebe Münsteranerinnen und Münsteraner, der Kollege Vorredner vom Odak e.V. Odak Kulturzentrum hat auch erwähnt, dass Türkei auf dem Weg, beziehungsweise eigentlich schon dass wir den Weg beendet haben, den Weg des Faschismus, den diktatorisch Erdogan an der Macht, wo die Justiz, wo die Medien und die Parteiverwandtschaft alles vereinnahmt haben. Jetzt fragen sich die Deutschen hier in Münster, jetzt fragen sich die Münsteraner, das ist doch der Erdogan, der in der Türkei diese Machenschaften macht. Ich muss Ihnen leider daran erinnern, dass es vor allem die deutsche Politik ist, dass es vor allem Angela Merkel ist, dass die Opposition, dass es die Demokraten, dass es die Menschenrechte in der Türkei, den der nicht nur den Erdogan überlässt, sondern mit ihrer Politik und vor allem ihrem abartigen, unmenschlichen Flüchtlingsdeal mit der Türkei diese Menschen bekämpft und Erdogans Rücken stärkt, meine Damen und Herren. Jetzt spricht die NATO, meine Damen und Herren, darüber, nachdem die Afghanistan zerstört und bombardiert haben, dass die Türkei dort wieder die Taliban sozusagen in Schach halten soll. Liebe Münsteranerinnen und Münsteraner, die türkische Politik, Erdogan und seine mittlerweile faschistisch-islamistische Armee ist kein Unterschied zu Taliban oder des islamischen Staates in Nordsyrien und Irak. Durch die NATO-Politik und die Politik vor allem der Bundesregierung ist es dazu gekommen, dass nicht nur der Virus Coronavirus weltweit Unding betreibt und Menschen tötet. Es ist vor allem die faschistische Politik und die imperialistische Politik von Erdogan und seiner MHP-Koalition, der faschistischen Koalitionspartner MHP, dessen Mitglied auch die Kurdin, die HDP-Mitglied Deniz getötet und ermordet hat. Es ist die Politik, die in Nordsyrien Menschen tötet. Es ist die Politik, die in Nordirak einmarschiert und Menschen tötet, religiöse Minderheiten und ethnische Minderheiten in die Flucht zwingt, meine Damen und Herren. Es ist vor allem die NATO-Politik, die ganzen Flüchtlinge in den ganzen Staaten keine Hoffnung mehr geben, als nichts anderes, sich auf den Weg nach Europa zu machen. Es ist vor allem die deutsche Politik, die immer wieder mit Erdogan handelt, auf Kosten von Menschenrechten und Demokratie, meine Damen und Herren.